hi Leute, ich begrüße euch heute hier zu meinem ersten Vlog. Und ja, der Grund dieses Vlogs ist ein größerer Ausflug für mich nach Dortmund. Ich sitze schon im Auto, ich bin gerade in Bad Orb, ich habe noch zwei, drei Sachen besorgt. Und für mich geht es jetzt auf die Autobahn und ja, ich habe ungefähr 2,5 Stunden Fahrt. In den 2,5 Stunden werde ich mich vielleicht einige Male melden und etwas mehr zu dem Grund meines Aufenthalts in Dortmund was sagen. Und ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, ich kann euch ein paar interessante Sequenzen übers Wochenende einfangen. Ich dachte, das ist eine gute Sache für den ersten Vlog, weil ja, ein derart großes Event, das habe ich ja in der Regel nicht und ich dachte, ich nutze das aus. Also viel Spaß. Ja, einige von euch fragen sich jetzt wahrscheinlich, was macht der Manuel in Dortmund? Wenn ich ehrlich bin, gibt es immer noch Momente, auch jetzt noch, wo ich mich frage, ja, was mache ich da eigentlich in Dortmund? Das Ganze hat folgenden Hintergrund. Ich habe vor ein paar Wochen ein Video bei YouTube gesehen von einem bekannten Fotograf, dem ich seit Jahren folge, von Calvin Hollywood. Und eigentlich war es ein Interview, das er geführt hat mit einem Mann, der Dirk Kräuter heißt. Der war mir bis dato kein Begriff. Und dieses Interview war so interessant, dass es tatsächlich zum bisher einzigsten Interview geworden ist, bei dem ich mir Randnotizen gemacht habe. Und zwar ging es da um Vertrieb. Und ja, mir ist in dem Video bewusst geworden, wie wichtig der Bereich Vertrieb auch für mich als Fotograf ist, egal ob das jetzt im Hochzeitsbereich oder im Businessbereich ist. Und die zwei haben mich in diesem, keine Ahnung, halbstündigen Interview, was glaube ich, so beeindruckt, dass ich tatsächlich den Vertriebsoffensive-Workshop bei Dirk Kräuter gebucht habe. Der geht jetzt 2 Tage, der fängt morgen früh um 10 fängt da an und geht bis Sonntagabend 18 Uhr. Und da das für mich ein Riesenanlass ist, ein Riesenevent, dachte ich, ich mache mal einen Vlog, weil ich normalerweise keine Veranstaltung in dieser Größenordnung besuche. Bei dem Vortrag, der über 2 Tage geht, werden ungefähr 2000 Menschen sein und ich sitze da mittendrin. Also das Ganze wird ziemlich spannend und ich hoffe, ihr seid so aufgeregt, wie ich seid ihr nicht, aber ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Vlog hier. Ja, dann bis nachher. Ciao, ciao. Ja, ich habe gerade das Videomaterial kontrolliert und mir ist aufgefallen, dass ich bei dem Wort Event immer wieder anfange zu lachen. Und ich möchte den Hintergrund kurz erklären. Einige von euch kennen mit Sicherheit Zirkus Halligalli und Joko und Klaas. Und die waren mal in einem Schwimmbad, beziehungsweise haben die einen Werbefilm gezeigt von einem Schwimmbad. Das heißt, schwapp, alles was er wollt. Und der Imagefilm von diesem Schwimmbad, der ist, ich glaube, fast bewusst so unfassbar unterirdisch gedreht. Und also von den Dialogen her. Und da gibt es eine Szene, wo was weiß ich, die Oma oder die Mutter, ich weiß es gar nicht mehr, wer es war, die sagt, ich lade euch zu einem Event ein. Und der Großvater sagt, die was? Und sie sagt, Event. Und der Großvater kenne ich nicht, ich kenne nur Advent. Ja, und das ist so ein Hype geworden. Und das ist der Grund, das habe ich immer im Kopf, das ist der Grund, warum ich immer lachen muss, wenn ich das Wort Event sage. Und ich wollte euch das nur mitteilen, weil ich werde das Wochenende dieses Wort wahrscheinlich noch einige Male benutzen und auch noch einige Male schmunzeln und dann wisst ihr wenigstens warum. We'll be right back.
Ja, Leute, ich bin in Dortmund angekommen und ich sitze mit meiner Schwester und ihrem Freund hier um die Ecke bei einem Italiener. Da essen wir jetzt noch eine Pizza und trinken ein Bier. Und damit endet der erste Tag des Vlogs, der Anreisetag. Und ich melde mich morgen früh, sobald ich wach bin, wieder zurück. Ja, einen wunderschönen guten Morgen aus Dortmund. Ich bin gerade auf dem Weg ins Westfalenstadion. Ich habe ungefähr noch 10 Minuten. Dann muss ich die Halle noch finden. Und ja, die Aufregung und Nervosität steigt. Und ich bin gespannt, was mich erwartet. Ja, ich bin in der Westfalenhalle angekommen. Der Eingangsbereich ist schon ziemlich beeindruckend, weil das alles wahnsinnig groß hier ist. Ich habe auch schon einige aus dem Team Calvin Hollywood gesehen. Ach, hier hinten steht er mit dem Rick zusammen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Bild überhaupt sieht. Und da werde ich mich jetzt mal dazugesellen. So, in der Halle angekommen. Und wir sitzen ziemlich weit vorne. Nicht genau hier. Wahnsinnig viel los, super interessant, wir haben ganz tolle Plätze, das haben wir ja einzig und allein dem Calvin zu verdanken, also wir sitzen ziemlich weit vorne und alle beieinander und super Sicht, super Ton, ganz große Klasse ist es hier. Westfalenhalle, habe noch etwas Zeit, deswegen ist die Laufgeschwindigkeit nicht ganz so hoch. Und, gestern ging es bis 21.30 Uhr und danach war noch Aftershow-Party, auf der war ich glaube ich bis 23:30 und war dann letztendlich um 12:30 im Bett. Deswegen heute Morgen auch die Sonnenbrille. Hey Leute, die Veranstaltung ist zu Ende und ich bin gerade auf dem Weg zum Auto und dachte, ich nehme eine kurze Sequenz auf. Bitte entschuldigt, wenn ich etwas wirr und zusammenhangslos spreche, aber ja, die Gedanken rasen. Das war ein großartiges Wochenende mit ganz, ganz vielen tollen Menschen.
An der Stelle auch alle, die das jetzt sehen und die letzten zwei Tage Kontakt mit mir hatten, vielen Dank für den netten Austausch, die vielen Informationen. Man kommt selten in die Situation, dass man so viel Gleichgesinnte trifft und sich gegenseitig bestärkt in dem, was man macht. Das ist eine super Erfahrung gewesen, mal ganz unabhängig von den tollen Beiträgen, die da präsentiert wurden. Auf der Herfahrt habe ich erzählt, dass ich nicht genau weiß, was ich hier zu suchen habe oder nicht genau weiß, warum ich das gebucht habe. Und ich bin auch etwas skeptisch hierher gefahren, weil ich dachte, was sollst du da, so viele Menschen und du mittendrin. Also ich hätte es wahnsinnig bereut, wäre ich nicht dabei gewesen. Hey ihr Lieben, ich bin jetzt fast zu Hause, ich habe noch 20 Kilometer, ich bin schon von der Autobahn runtergefahren und mir ist was eingefallen, ich würde gern noch jemandem Danke sagen und zwar meiner Schwester. Meine Schwester wohnt seit einem knappen Jahr in Dortmund und es war ein riesiger Zufall, dass das so gut gepasst hat, dass sie das Wochenende auch da war und sie nur 1,5 Kilometer von der Westfalenhalle weg gewohnt hat. Auf diesem Weg vielen recht herzlichen Dank an dich, dass du mich zwei Tage hast bei dir wohnen lassen. Und damit möchte ich diesen Vlog auch beenden. An alle, die bis hierher gesehen haben, vielen Dank für euer Interesse an meiner Person, an dem, was ich mache und an diesem Wochenende. Und ich hatte riesen Spaß. Das wird es in dieser Form auf jeden Fall wiedergeben. Ich habe noch keinen konkreten Termin, wann ich das machen werde, beziehungsweise zu was für einem Anlass. Aber mir hat es Spaß gemacht und deswegen gibt es auf jeden Fall eine Wiederholung. Also, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Und ja, bis bald. Ciao. Yeah.